Grüße Gott. Guten Tag. Sie möchten nicht geführt werden, Sie führen sich selber. Also ich bin jetzt kein Führer. Nein, der Führer bin ich. Ja, das muss ich doch sagen. Am Obergefahr, damit abgewählt genau. Aber also, so weit, so schön. Warum sind die ganze Geschichte jetzt aus wie Schloss, Renaissance und nicht so sehr wie Burg, 12. Jahrhundert? Das hat einen ganz einfachen Grund. Im Jahre 1542, the first private owner was Eberhard Rüd von Kollenberg. Also, es gab hier im Jahre 1542, hatte der Mainzer Bischof richtig Glück. Er hat nämlich einen Dummen gefunden, der ihm die Burg abnimmt. Im 16. Jahrhundert brauchte niemand mehr eine Burg, auch nicht der Mainzer Kurfürst. Aber hier gab es einen Ritter, der wollte nochmal so eine große adelige Herrschaft errichten. Und der hieß eben Eberhard Rüd von Kollenberg. Und dieser Eberhard Rüd, der hat diese Burg hier erworben im Tausch gegen einen Bauernhof in Donsenheim. Sie merken schon, der Preis für Burgen war erheblich verfallen. Und der hat diese Burg umgebaut. Er hat überall diese hochrechteckigen Renaissancefenster eingebaut. Dann hat er hier die Geschosshöhen verändert, indem er den Fußboden des oberen Saales um 2 Meter nach oben gezogen hat und die Decke des unteren Saales um 1 Meter nach unten. Dadurch hat er ein ganzes Wohngeschoss dazu gewonnen. Und als neuen Eingang hat er diesen Treppenturm errichtet und da haben sie sein Wappen über der Tür mit der Jahreszahl 1558 und dem Rüdenkopf der Rüden von Kollenberg. So, das ist jetzt die Baugeschichte der Burg gewesen. Und sie haben ja heute nichts mehr vor, sie müssen um 19 Uhr irgendwo auf dem Geburtstag, aber der ist ja nicht so wichtig. Also, ich erzähle Ihnen jetzt 800 Jahre Geschichte. Nein, jetzt machen wir das. Also, so gemein bin ich nicht. Ja, das ist nicht so alt. Das ist eben, wie das Wappen aussagt, eben aus dem 15. Jahrhundert. Aus dem 16. Jahrhundert, pardon. Also, kann Sie sagen, das ist etwas schwer zu erklären. Aber nachdem Sie es genau wissen wollen, erkläre ich Ihnen genau. Das war ein einzelstehendes Haus. Und Erster Ingelheim im 20. Jahrhundert hat diesen Balken auseinandergesägt und hat das Bauhaus an diesen Turm angebaut. Normalerweise standen solche Türme immer frei. Und dabei hat er das alte Fachwerk zerstört und hat das Ding einfach da dran gebaut. Dieses Gebäude war ein einzelstehender Küchenbau. Unten eine riesige Küche, hier ein Vorratsraum und darüber war wahrscheinlich die Wohnung vom Förster oder der Köchin oder sowas. Und dann hat man das hinten durchgebaut und auf der anderen Seite des Turms war ein ganz schlichter fränkischer Bauernhof. Und die Treppe, diese monumentale, die Sie da vorne gesehen haben, war eine Rampe, wo man die Kühe aufmacht. Und bis in die 30er Jahre stand hier vorne noch in dieser Richtung eine Scheune und die hat man abgerissen und in der Mitte war der Misthaufen, dieses Kerl. So, also 800 Jahre Geschichte auf. Wo war ich jetzt gerade? 1100? Jetzt sind wir bei 12.000. Nein. Ich mache das jetzt halt mal. Ich werde Sie nicht quälen mit Geschichten. Ich habe hier keine Folterkammer. Kein Verlies. But I torture my people with history. I like that. Yeah, I like that. She's a teacher. So. Oh, she's a teacher. 40 years. Oh, she was. Ja. So, also, Geschichte. Gequält. Jetzt aber. Also, die erste Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, ist die Geschichte aus der Zeit des Bauern. Weil ich immer gefragt werde, warum ist diese Burg nicht wenigstens im Bauernkrieg untergegangen, wo doch die meisten Burgen im Bauernkrieg untergegangen sind. Also, das hat einen ganz einfachen Grund, weil wir hier nämlich einen berühmten Ritter hatten, den Sie sogar in Karlsruhe kennen. In England wird man ihn nicht kennen, aber
Ich glaube, du bist sogar mit ihm verwandt. Das ist der mit der großen Knappe und der eisernen Faust, nämlich Götz von Berlichingen. Und dieser Götz von Berlichingen, der befiehlt sich zur Ausgabe des Bauernkrieges hier einen großen Bauernhaus. Also diese paramilitärischen Zusammenrottungen von Bauernland war dann laufen und dieser Aufnahme ist der Taucherfeder, Rosenfelder und diesen Verein, was das war, der Haus und schließlich endlich der Hellhaus. Und die waren nun erfolgreich damit zu Ende gekommen in Amorbach, das ist ja nicht der Mildenberg des Klosters zu plündern. Und oberhalb von Amorbach liegt noch eine große alte Luft, Mildenluft. Und die sollte nun auch anlaufen. Das wird man haben bei den Klar und haben seine Frauen gesagt, noch. Hier ist sie auf die Terrasse, der Pipi ist sehr schön. Danke.